Ah, ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Und dann kommt hier, glaube ich, irgendwann noch die Werkzeugherstellung hin. Also die Schmiede. Genau, die Schmiede kommen dann hier auch noch so hin. Und dann wäre es aber auch, glaube ich. Mehr bräuchten wir dann hier nicht. Dann will ich halt, also hier dann nicht weiter nach Industrie oder sowas hinpacken. Gut, also hier wäre dann halt das einzige Sinnvolle, was mir einfällt, noch ein bisschen was von Bootshaus zu erweitern, dass wir halt noch mehr Platz haben für also mehr Schatzkammer. Ich glaube, das hatte ich nämlich schon versucht und dann sah es halt doof aus, wenn ich einen Turm direkt dran stelle. Vielleicht baue ich einen Turm extra hier nochmal separat hin. So ungefähr. Nee. Ach nein, ach, jetzt ist er weg einfach. Ah, okay, das war jetzt nicht so geplant. Baue ich hier einen Turm hin? Baue hier. Ja, dann mache ich das einfach so, oder? Und dann baue ich hier quasi auch nochmal so einen Garten rum. Da hätten wir auch ein paar Gegenstände für Prunk. Würde ich. Stimmt, aber würde ich jetzt auch noch nicht machen, weil das bringt dann Prunk. Und dann. Wirkt sich das wieder negativ auf das Königreich aus. Frage ist, bringt das hier Prunk? Bier, oder? Ja. Ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem. Machen wir. Let's go. Oh, ich habe gerade nicht genügend Kräuter vorrätig. Das heißt, Kräuter gerade kein Handel. Muss ich halt gleich dran denken, das dann wieder umzustellen. Bauen sie jetzt hier noch weiter? Das sieht nicht so aus, oder? Hier auf jeden Fall nicht. Hier gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Also wie ich dem Ganzen noch ein bisschen Zeit gebe. So, Königreich. Ich habe hier die Sachen schon freigeschaltet. Ich gag. Habe ich gar nicht mitbekommen. Zu mir, das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Dann, was ich gemeint hatte, ändere ich hier diese Mauer zu einem richtigen Bollwerk. Bauen wir es so in diesen ungefähr gleichen Abständen hin. Hallo? Ja, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Ja. Hier braucht es einen Baum, aber ja. Hier kommt auf jeden Fall ein Baum hin. Auf jeden Fall. Ja. Gut, hier. Ja, ist nice. I like it. Oh, bin ich hier schon wieder gelandet? Durch diese Kamerafahrten hier mit dem hügeligen Gelände sind auch so eine Sache für sich. Boah, gerade mit dem Weizen, der da aktuell aus dem Rasen sprießt, das ist ja auch echt sehr schön. Das, was wir jetzt machen müssen, ist uns hier um die Geschichte wieder zu kümmern mit dem Abbau. Wo bauen die denn jetzt? Okay, er geht dann dahin, dann lassen wir die Bäume da stehen, meinetwegen so. Also wir können das jetzt immer noch als Ausbaugebiet als Abbaugebiet ausweisen, so. Für den Fall, dass da nochmal ein Holzfäller irgendwie zweifelt nach Bäumen sucht, die er abbauen kann. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, wir erweitern hier wieder den Abbauradius. Und dann auch die Aufforstung. Bis halt hier zu diesem. Ja, wobei, so nah ist halt das Problem. Dann beeinflusst es, glaube ich, auch die Fruchtbarkeit, wenn es einfach nur sehr nah dran ist. Und dann kann ich sagen, hier
Ihr könnt euch einen neuen Job suchen. Das wird halt abgerissen. Ich habe 8 Arbeitslose. Habe ich irgendwie was verpasst? Gut, wen kann ich hier nehmen? Die beiden Markthändler. Dann werden wir hier noch welche hinzufügen. Ja, die müssen ja auch teilweise sehr weite Wege gehen. Kühlerei kriegt welche. Hier die Holzfäller. Also klar, sind 3 gerade noch hiervon dazu gekommen natürlich. Macht schon Sinn. Habe ich jetzt irgendwo was, wo ich noch welche gut gebrauchen könnte? Das ist das Holzfällerlager, wo ich sie gerade eigentlich abgestellt habe. Ja, die Markthändler natürlich jetzt. Gut, muss ich auch wieder gleich dran denken. Und das hier reiße ich jetzt erstmal ab. Das heißt, hier kann sich der Wald wieder ein bisschen entwickeln. Hier wird weiter abgebaut. Hier werden auch die Bäume gefällt, dass ich hier dann auch später dann mein viertes Weizenfeld hinbauen kann. Ich glaube, ich würde gerne hier so eine Hecke oder sowas haben. Wenn das irgendwie funktioniert. Eine Hecke, ja, oder? Ich glaube, eine Hecke ist am besten. Habe auch so ein bisschen über Steinmauer nachgedacht, aber ich glaube, eine Hecke fände ich cooler. Okay, kann ich hier nicht noch einen weiteren Knotenpunkt hinzufügen? Doch, geht doch. Machen wir das so und dann bauen wir irgendwie noch so ein paar Bäume oder Büsche oder sowas hin. Dann hier das Ganze ähnlich. Weil ich würde dann sagen, dann reicht es, wenn ich einfach bis hierhin gehe. Dann sieht das auch nicht so wiederholen, sich wiederholend aus. Baue ich hier so einen Baum hin. Da noch einen. Dann hier auch noch die Ziersträucher. Und dann noch dort einen Zaun. Ich glaube, hier, da müssen wir durch. Ja. Ich glaube, wenn die Bäume erstmal stehen, sieht es besser aus. Wobei ich glaube, Bäume weiter kommen. Hier vorne. Gut. Ah, wobei, oh, das Grün, da gefällt mir nicht so. Hätte vielleicht noch die Steinmauer nehmen können. Aber es passt. Gut. Geld schon wieder voll. Also unsere Geldkammern sind voll. Wenn wir korrekt sein wollen. Nahrung. Uns fehlt eine weitere Fischerhütte. Ganz klar. Und halt eine Bäckerei. Beeren haben wir. So, Fischerhütte wieder umdrehen. Probieren wir das hier nochmal aus und dann, ja, brauchen wir eine weitere Bäckerei. Ja, hier wäre eigentlich auch noch Platz für eine zweite Bäckerei gewesen, ne? Hatte ich das nicht sogar vor? Die auch reinquetschen. Ich glaube, das wäre nicht so cool. Ich glaube, ich baue hier dann einfach noch eine Bäckerei hin, oder? Hier. Schön auch in die Nähe von den anderen Sachen. Ja. Ich glaube, das feiere ich. Frage ist halt auch, baue ich hier einfach dann noch die Steinkirchen? Dann sage ich, keine Ahnung, das eine ist halt die eine und das andere, die andere Denomination so. Konfession, dann kriegen wir das ja auch easy legitimiert, dass dann direkt da am Dorfplatz halt 2 Kirchen stehen. So, das ist jetzt auch nicht total
Struses. Gut, hier kann man auf jeden Fall schon mal bauen. Das ist gut. Hier sehe ich einen Baumeister. I like that. Niedrige Wohnfläche. Wir haben doch... Ja gut, wir brauchen hier wahrscheinlich wieder einen neuen Markt, ne? So schaut es wahrscheinlich aus. Dann werde ich das doch tun hier. Hier, doch, genau. Dann werde ich hier einen Markt hinbauen. Wo war nochmal ein Markt? Hier war ein Markt. Logistik. Und werde hier Fische und Beeren verkaufen. Und natürlich auch Klamotten. So. Klamotten gehen immer. Wollen wir noch Kräuter? Wir haben eh kaum halt Bürger, die das kaufen würden, deswegen lassen wir es erst einmal so. Und wir brauchen auf jeden Fall hier auch noch, das hätte ich jetzt fast vergessen, einen Brunnen, der möglichst nicht alle Bäume hier rausnimmt. Cool. Happy. Fisch heute gebaut. Auch nice. Dann lass uns hier noch einen neuen Einfluss beim Königreich gewinnen. Und wir können hier jetzt auch wieder weiter dran bauen, weil wir haben ja jetzt hier neue Sachen freigeschaltet. Und wir wollen gerne auch noch die Zierelemente und die Waffenschmiede wollen wir auf jeden Fall haben. Bevor wir uns dann wahrscheinlich der Arbeitsschaft als nächstes im Großen und Ganzen wickeln. Widmen. Wickeln? Wie komme ich denn jetzt auf Wickeln? Okay, alles klar. Gut, wir haben hier schon mal so ein bisschen an Dekorationselementen, die ich aber direkt daran bauen muss. Das heißt, ich gehe hier ins Ding, befestigter Wehrturm. Kann ich hier das nicht mehr editieren, weil ich würde ja auch gerne das Dach austauschen oder so. Weil gerade hier bei dem Turm, der hier in der Ecke steht. Aber auch hier kann ich das machen. So, Dach abreißen, oben. Also der sollte dann schon das fette Ding auch auf dem Kopf haben. Auf dem Kopf. You know what I mean? So. Oh, das ist ein bisschen eng, aber wobei es geht ja, weil na, das ist ja hier dann Boden. Wenn das jetzt bis dahin noch aus dem Boden rausragen würde, dann wäre es eher problematisch. Aber so geht's halt. Genau. Das würde ich machen. Boah. Das ist schon wild. Kann ich das halt nicht draufsetzen? Das check ich nicht. Aber ich würde hier halt, wie gesagt, dann wahrscheinlich noch einen zweiten Turm hinbauen einfach. So. Ich würde aber hier vor allem noch Banner hinklatschen. Und eine Zierfahne. Zierfahne. Ich glaube, ein Kamin. Was ist das? Ja, Kamin. Passt hier nicht so wirklich dran. Ist auch alles aus Holz, also. I don't know. Aber die Banner, die kommen. Wollen ja ordentlich Punkte sammeln jetzt erstmal, oder? Die kommen auf jeden Fall hier hin. Ja, gerade plus 34 Punkte. Ich kann ja mal eben checken. Wir sind gerade bei 5 ansehen. Wir bräuchten das nächste 20 und dann 50. Das heißt, 45 bräuchten das. Das ist gar nicht mehr so viel. Bräuchten wir nur noch 11. Ja, genau. Dann haben wir aber hier schon mal die Wandbanner. Ich will es halt hier so an die äußeren Sachen ranbauen. Hier dann halt gar nicht. Ja, hier wäre es dann noch problematisch. Deswegen, ich finde es so eigentlich schon gut. I like that. Das ist relativ teuer, aber ist auch okay. Wie gesagt, wir haben halt das Geld. So, wir haben... Ich weiß es nicht. Was will ich als nächstes noch bauen? Will ich jetzt hier nochmal... zweiten Wehrturm eigentlich einfach hinbauen. Ist es das, was ich will? Okay. Ganz weirder Snap. Ne, das ist jetzt schon zu weit dran. Was auch noch? Ist es das? Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr komplett aligned hiermit, oder? Ist es? Doch, ist es. Dann baue ich hier noch einen zweiten Wehrturm hin, würde ich sagen. Mit
diesem Dach. Also, dass man schon merkt, dass das hier der höhere ist. Ich hoffe, das sieht dann auch gut aus. Wir haben hier einen neuen Arbeiter. Wir haben sehr viele Orte, wo du jetzt gut arbeiten kannst. Aber wir bräuchten halt hier noch eine Tür, ne? Wo kommen wir hier denn die Tür hin? Kann ich, ja, kann ich machen. Okay, gut. Weil hier außen macht es halt obviously keinen Sinn. Kann ich hier noch sowas... Oh, ich hab's vergessen. Schade, ich hab's vergessen. Okay, aber dann muss ich jetzt auf jeden Fall daran denken, die Kräuter wieder zu holen. Ich hab gut Kräuter gesammelt in der Zeit. Das sieht doof aus. Oh, komm. Gönn doch. Bleib doch mal dran. Das war's nicht, ne? Hier war's. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich habe gerade irgendwie nicht so wirklich einen Plan, was ich weiter noch machen will. Wollen wir noch die Baracken erweitern? Wollen wir noch Schatzkammer bauen? Wie wollen wir das machen? Wie sieht es cool aus? Keine Ahnung, sollen wir plötzlich einfach einen Stein weiterbauen? Wollen wir es erstmal so lassen? Plus 44. Erstmal bauen. Sagen wir erstmal bauen und dann weiterkommen. So, unsere Fischerboote sind unterwegs. Das hier kann ich jetzt auch mal deleten, weil jetzt zählt nichts. Wohnfläche immer noch niedrig. Ist hier nicht die Attraktivität jetzt gestiegen? Ja, doch. Ich weiß nicht, wo hier noch groß das Problem liegt. Ja, ich weiß noch nicht, wie weit ich hier mit dem Wohngebiet weitergehen will. So, müsste ich jetzt nicht mal langsam auch was mit dem Militär machen können. Da sind jetzt alle voll ausgebildet. Also können sie auch jetzt mal hier anfangen auch zu arbeiten. Ja. Komm, maximal will ich schon haben. Aber wir brauchen dringend auch noch mehr Soldaten. Aber weiß jetzt nicht dringend, aber na, damit sich auch die Mission dann wirklich lohnen und so, bräuchten wir auch eigentlich noch mehr Soldaten. Und wir bräuchten auf jeden Fall noch sehr viele neue Einwohner, weil wir jetzt gerade doch sehr viele verfügbare Arbeitsplätze haben. Ja, aber es läuft. Ich bin recht happy. Grundlegend läuft es nämlich jetzt. Okay, wir haben hier einen weiteren Weg. Fancy. Kommt hier irgendwas hin? Nee. Ja, als ob ich da jetzt noch irgendwie groß einen Klostergarten, einen Friedhof oder einen Garten für die Kirche hinbaue oder so. I don't think so, deswegen erweitere ich hier dann einfach das Wohngebiet nochmal ein bisschen. Das andere sah irgendwie auch, glaube ich, falsch aus. Da ist noch ein Lager oder sowas hinzubauen. So. Wir bräuchten hier am Marktplatz auf jeden Fall einen Arbeiter. Ich würde sagen, es reicht erst einmal einer. Auch erst einmal einen Bäcker. Und dann haben wir noch hier am Marktplatz. Auf jeden Fall. Da muss ich mich auch, glaube ich, mal langsam in Beförderung gucken. Ich habe es so ein bisschen jetzt von mir weggeschoben, weil es irgendwie, das erfordert so ein bisschen Denken, I guess. Und sitze ich dann da und denke und keine Ahnung, weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Hier wurde jetzt tatsächlich ein neues Wohnhaus gebaut. Ob hier noch dann eins entsteht, werden wir sehen. Und wenn nicht, dann wäre es auch fein mit mir, I guess. So, nice. Das haben wir und dann fehlen noch die Waffenschmiede.
Ja, wollen wir geerbtes Land da noch nehmen? Ja, wäre auch, glaube ich, nicht so schlecht. Aber wir wollen auf jeden Fall auch noch diese Stufe erreichen. Dafür fehlt uns noch ein bisschen was. Gut, wir bauen. Wir kriegen ja auch noch 10 dazu. Das fehlt genau noch eins. Wir können jetzt hier eben auch noch was Cooles Neues bauen. Zum Beispiel ein Feldlager. Dann machen wir doch mal. Ja, das ist doch schön. Dafür haben wir doch hier echt auch guten Platz. Hier können wir noch ein Feldlager hinbauen. Wir können auch noch tatsächlich weitere Sachen hinbauen. Aber ich glaube, es. Doch, oder? Komm. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen. Nee, wir bauen erstmal nur das dahin, weil hier, ich finde, der Platz ist halt optimal. Und bevor ich es dann nicht mache und dann irgendwie vergesse und dann einfach nie mache, machen wir das jetzt erstmal so. Und damit bin ich recht zufrieden. Wir brauchen jetzt auch langsam einmal die Schmiede für die Werkzeuge, weil wir alles andere auch quasi schon am Laufen haben. Brauche ich jetzt mal ein bisschen näher so dran, dass sie so ein bisschen wie so ja, was Zusammenhängendes aussehen. Der Fluss, by the way, jetzt ein bisschen runtergegangen. Aber ist, glaube ich, fein. Ich glaube, auf lange Sicht werden wir das wieder ausbalanciert bekommen. Verstehe es nicht, wieso wir eine niedrige Wohnfläche angeblich haben. Ich sehe das anders. Wir haben hier möglich. Okay, hier wirklich. Nee, wird es nicht. Ja, das sah gerade so aus. Nee, das sind die Wurzeln. Nicht irgendwie so, keine Ahnung, Grundkonstrukt oder so. Hier fehlt. Hier passt auf jeden Fall was hin. Da passt natürlich nochmal was hin. Genau, sonst den hier machen. So. Da passt was hin. Hier denke ich auch. Da sowieso. Und raus auch. Verstehe es nicht so ganz. Er schließt sich mir nicht. Oh, ist das schön. Ah, ich finde es schön. Außer von hier oben, oder? Okay. Hier, ich glaube, von hier habe ich noch nicht so wirklich geguckt. Aber das ist irgendwie auch eine schöne Ansicht. Ja gut, ja, hier sieht man halt dann den Rand von der Map. Aber ich finde es cool. Sind die Bären wieder alle gegangen. Aber trotzdem, wir stehen einmal noch ziemlich gut bei den Bären. Wir haben da dann theoretisch ja auch Bären, die wir dann demnächst weiterhin abbauen können. Noch kommen wir gut zurecht. So, wir haben vor allem die Zufriedenheit wegen dem Gottesdienst. Ich würde hier wahrscheinlich dann noch eine Kirche hinbauen. Müssen wir gucken, dass der Markt halt auch noch genügend Platz hat. Aber alles Weitere dann, glaube ich, entspannt. Würde aber halt eben noch warten, bevor wir das machen. Und hier die Sachen freischalten. Also großes Steinbollwerk und dann königlicher Ritterschlag. Das klingt gut. Das klingt nach einem guten Privileg. Das war Davenport. Und da verkaufen wir halt nur die. Wir brauchen neue Soldaten, aber es ist halt nicht unsere Prio gerade, das ist das Ding. Wir brauchen noch an ziemlich vielen anderen Orten gerade neue Arbeiter. Das war ja vorhin komplett anders. Ah, nee. Ist halt schön. Jetzt müssen wir eigentlich mal ein bisschen beschleunigen. Bisschen vorankommen. Wie gesagt, wir warten vor allem halt jetzt auf neue Einwanderer. Wir haben eigentlich genug Wohnfläche. Ich frage
Also ich weiß nicht. Vielleicht wollen wir hier da ein bisschen. Achso. Vielleicht ändert das jetzt deren Meinung oder so. Keine Ahnung, kann ja sein. Wir haben neue Stufe erreicht. Ey, let's go. Aber haben wir auch. Nee, haben wir nicht. Wir haben nicht genügend Einfluss gerade. Das ist schade dann wiederum. Können wir das hier schon. Nee, wir müssen noch auf sie warten. Schmiede wurde gebaut. Da brauche ich ja zwei gemeine. Das würde ich sagen, nehmen wir. Dann nehmen wir einfach den Schneider und keine Ahnung, den Förster. Und denken dann halt daran, die auch schon wieder neu einzusetzen. Wobei das gerade halt. Ich muss ein bisschen abwarten und gleich dann wieder dran denken. Das ist echt immer Herausforderung. Ja. Kriegt unsere Beeren. Das ist nicht das Problem. Hier wurde, glaube ich, jetzt auf ein neues Wohnhaus gebaut. Das ist cool. Nice. Let's go. Ja, das ist nicht so wirklich auch relevant gerade für uns. Aber natürlich der Einfluss ist auch cool. So, wir bräuchten hier. Aber momentan geht halt auch noch nichts, ne? Momentan haben wir auch nur hier quasi zwei Häuser, also im Einzugsbereich. Deswegen denkt man sich dann so, nicht so extrem nötig. Den Schneider brauchen wir auf jeden Fall dringend. Das ist klar. Ja. Und sonst würde ich sagen, gibt es auch noch auf jeden Fall Arbeitsplätze. Wie hier, wo wir noch einen weiteren Arbeiter benötigen. Und können dann unsere Soldaten wieder auf eine neue Mission schicken. Heißt das Stein? Nein, das brauche ich nicht. Beeren, Fisch, Fischern, Kräuter. Naja, das reicht mir nicht. Ich brauche neue Soldaten. Ich brauche auf jeden Fall neue Soldaten. Und da muss ich jetzt halt ein bisschen mich gedulden auch, was das angeht, weil ich auch halt gerade in anderen Bereichen Arbeiter noch benötige. Ich hoffe, dass wir dort weiterhin noch eine gute Einwanderung haben. Ja, das ist wahr. Wir haben noch kein Hospitium. Ich warte ab. Ich möchte gerne erstmal hier im Pfad des Königreiches die Sachen freischalten. Ich glaube, das werde ich erstmal nach hinten schieben. Das soweit werde ich auf jeden Fall nicht gehen. Genau, und dann erstmal hier dies und jenes freischalten und dann wahrscheinlich noch den königlichen Ritterschlag als Privileg. Und dann mich wahrscheinlich um die Arbeiterschaft kümmern, eine Taverne hoffentlich bauen. Also ja, genau, ich kann aber hier noch sehr viel mit dem Pumppaket Markt rausholen, mit dem Gutshaus, was ich hier schon angefangen habe, die Erweiterung erstmal für mich zu planen. Und man kann dann die Taverne hier hinbauen und dann hier die ganzen Sachen einsammeln und dann wahrscheinlich wieder ein bisschen zum Klerus zurückgehen.